Man sagt mir keiner, dass ich Ärger an der Backe habe. Oh, das waren nicht, sogar drei. Nicht gesehen. Oh, geh weg. Ich sehe gar nichts. Eine wunderschöne gute Nacht, meine lieben Freunde, würde ich eher sagen. Es ist noch Nacht, gleich wird's Tag. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Wir sind kurz vor der Horde-Nacht, beziehungsweise es ist schon Tag 7. Heute Abend geht's rund. Mit dabei ist der Nobody. Hallo. Und wenn Endtime Doc wieder hier ist, dann ist er auch dabei. Da kommt er. Er ist da und er ist dabei. Da ist er. Hi. Er wird beleuchtet. Hallo. Ich muss seinen Rucksack abholen. Sehr gut. Und da geht die Sonne im Hintergrund auf. Yippie! So, die Horde-Nacht steht an. Ich werde jetzt gleich erstmal Bäume klopfen für Holz, damit wir mehr Spikes bauen können. Was geht bei euch so? Kannst du mir einen Gefallen tun? Aber bitte doch. Dein Mikro noch mal ein bisschen runterfahren. Runter? Ja! Ist gut so. Ja, danke. Gut, Tag, die rennen nicht mehr. Also eben, das war komisch. Als ich in Richtung Haus unterwegs war, waren die zwei Schwestern da und dann drehe ich mich um, will wieder zurück, dann habt ihr sogar drei hier. Ja, ich habe die erst gesehen, wo Endtime Doc meinte, hey, warum sagt ihr nicht, dass ich Ärger an der Backe hab? Ich war die ganze Zeit hier drüben noch am Suchen. Ich dachte, die rennen mir hinterher, aber... Hm. Ich habe für mein Tourette... Tourette. Mein Tourette habe ich jetzt so eine Plattform gebaut. Hab die erstmal eingespiked. Mal sehen, ob das da ein bisschen besser funktioniert. Autotourette. Autotourette ist das Tourette, was man nur im Auto hat? Ja. Brumm, 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 brumm. Ich hätte dann noch eine zweite Plattform gebaut für das andere. Nee, also das Autotourette tust du dir nicht in den Jeep später installieren. Das ist eins, was du mit Energie versorgst und es legt dann richtig los. Du kannst dann schrotzen, Muni. Ich glaube, diese komischen Spikes und dann auch noch MG-Munition verschließen. Ach so. Ich weiß es nicht mehr genau. Wo kam der Schuss hier aus der Ferne? Bin ich. Du. Jo, also Tag 7. Oh! Hast du mich erschreckt? Oh, ich höre hier wieder Action irgendwo. Ja. Sind hier irgendwie an einem Hotspot. Okay, das hätte. Oh, hallo. Oh, bitte schön, Herr. Ja, Tag 7 nähert sich so langsam. Er nähert sich. Naja, er ist schon da. Er ernährt sich genau von uns abends, wenn es bloody wird. Ich bin mal gespannt. Wie viel Uhr kam nochmal die Meldung? Ich glaube, 20 Uhr wurde es rot und dann irgendwann fängt es an, ne? 22 Uhr oder 0 Uhr? Ja, nee, nur die Meldung. Ja, die Meldung war, glaube ich, 20 Uhr. Und dass die 7 rot kommt. Das dächte ich wäre eigentlich schon zu Beginn des Tages, bei Start. Das wundert mich nämlich auch schon. Nee, das dauert immer. Ich gehe von so 7 Uhr aus sogar. Okay. So, bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Oh, ich weiß gar nicht, ob man es sieht, aber eigentlich müsste man es sehen. Und euch habe ich es auch noch nicht erzählt. Ich habe jetzt endlich meine neue Grafikkarte. Glückwunsch. Dankeschön. HGW. Eigentlich lügt er. Er hat jetzt endlich mal die Grafikeinstellung gefunden, hat hochgestellt. Außerhalb nee, der Aufnahme, Spaß. Nicht hier. Also. Soll ich da nicht wissen, dass ich so blöd bin? So, ich verstehe. Ich profitiere nochmal und gehe nochmal kurz in die Stadt. Oh. Ja, da müsste ich eigentlich auch nochmal hin. Tralalala, tralala, tralala, tralala. Tralala. So, dann hau ich noch einen Baum weg, dann komme ich auch mal in die Stadt. Und später muss ich dann mal hier mehr Ressourcen abbauen. Das mache ich jetzt am heutigen Tag wohl nicht. Oh, du hast doch gerade noch Knochen vom Bären gefunden, ne? Mhm.
Dann komme ich in der Stadt gleich mal vorbei, falls du die noch im Inventar hast. Ja, ja. Ich habe sie gefunden, als er uns angriff und ich ihn zerlegt habe. Rein zufällig im Berg gefunden. Oh, nicht schlecht. Glück muss man haben, ne? Das passiert auch nicht alle Tage, dass der Bär Knochen hat. Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, Yugi, also Yogi-Bär, ist egal. Bubu bleibt allein zu Hause. Du musst dran glauben. Ja. Und jetzt, liebe Kinder, ignoriert, was ich sagen werde. Liebe Erwachsene, schaut euch auf YouTube Family Guy und Yogi-Bär an. Hey, Kinder müssen doch wissen, worauf was sie zugehen. Also. Nein, nein, nein. Und außerdem Yogi, Family Guy und Bugs Bunny. Lalalalalala. So. Was habe ich dabei, glaube ich? Habe ich nicht dabei, glaube ich. Holz. Wie war das? Wir brauchen noch viel Holz. Ja, ich habe gerade ein bisschen gefarmt. Ich habe 700. Na, es geht. Könnte besser sein, aber könnte auch schlechter sein. Nimm das, du Baum. Alter, ein Spike kostet, glaube ich, 70, ne? Dann ist es noch teurer geworden. Ich glaube, das war mal 20 oder so. Ich guck eben, das war schon teuer. Ja, Holzstacheln 20. Ne, 20, Entschuldigung. Nicht 70. Für die erste Nacht. Achso. Entschuldigung, ja. Du? Nee, achso, für die erste Nacht werden ja die Holzstacheln ausreichen, nehme ich an. Wir sollten aber mindestens so 4-5 Reihen haben. Hä, hey, der See sieht aus, als ob er ausgetrocknet ist. Spring mal rein, wenn du Wassergeräusch hörst, ist noch eigentlich Wasser da. Da könntest du theoretisch noch auffüllen. Ja, also er ist nicht komplett ausgetrocknet, aber ist weniger geworden, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob das noch im Spiel drin ist, dass je mehr man sich bedient, dass das Wasser auch abnimmt. Oh. Das war bei, wenn du in diesem Wasserturm drin bist, du da deine Flaschen aufgefüllt hast, dann war irgendwann das Wasser weg. Okay. Oh, jetzt ist es noch drin. Dann müssten sie es auch machen, dass bei Regen wieder aufgefüllt wird. Und was ich in dem Spiel ja auch noch feiern würde, wäre, wenn man sich Tiere fangen könnte und halten könnte. Das wäre geil. Da könnte man mal gucken, ob es eine Mod dafür gibt. Ja, das wäre cool. Da wäre ich auch gewillt, hier eine Mod zu installieren. Es wird ja das Spiel sogar erweitern noch, ne? Ja, auf jeden Fall. So, ich bin auf dem Weg. Fälle zwischendurch mal noch einen Baum. Soll nicht langweilig für die Zuschauer werden. Ach. Wir spielen hier mein Freund der Baum. Wenn ihr sie nicht umarmt, ist alles in Ordnung. Ne, der hat mir den Kopf gestreichelt. Okay. Ich sag jetzt lieber nix. Ach so, solltet ihr, jetzt weiß ich wieder, was ich eben sagen wollte. Solltet ihr mal ein Gebäude sehen, wo der Name Grace draufsteht? Passt auf. Da gibt es sehr viele Schweine, Zombies. Und es geht ein Weg nach unten, also schön unterirdisch, aber von draußen, wo ein Riesenwildschwein ist. Ein mutiertes Riesenwildschwein. Oh, das kenne ich. Das hatte ich schon mal. Also nicht in dem Spielstand, aber in einem anderen Spielstand. Es hieß ja angeblich, dass es so extrem zäh ist. Naja, wenn ihr jetzt schon so... Ach, du bist das. Boah, hast du jetzt Glück gehabt. Dass es so extrem zäh ist, aber wenn man schon mal so mit einer AK ausgestattet ist, dann kann man es schaffen. Aber man sollte es nicht unterschätzen. Ja, läufst du mir da rein. Ich bin irgendwie da reingepackt. War nicht deine Schuld. Kannst du mir die Knochen geben? Ja, von dir habe ich auch zwei Knochen. Ja. Dankeschön.
Kann ich direkt zur Chemiestation nochmal Kleber machen. Geil. Sieben Uhr ist es mittlerweile. Wir sind Frühaufsteher. Ja, in der Tat. Oh, da hinten ist ein Zombie. Hallo, Herr Zombie. Oh, Klebeband. Sehr gut. Dich selber. Es fällt dir ein. Alter, ich höre es nur im Hintergrund. Lalalala. So, und so schnell kommt man an Holz. Schon 3000 und noch was. Oh, das Feuer brennt ja noch. Habe ich vergessen auszumachen beim letzten Mal. Also? Oh ja, das könnte jetzt mit dann genug Kleber sein, der hier. Sehr gut. Kleber. Eine verwitterte Sporttasche mit einem Handwickel in Lila, nehme ich. So, wenn ich mal hier wirklich richtig Ressourcen farme, wird's lukrativ. So, aber weiter mit der Stadt. Oh, Alter, ich habe einmal mit dem Speer in den Kopf von einem Zombie gestochen und der ist direkt explodiert. Das hatte ich noch nie. Irgendwann ist immer das erste Mal. So. Komisch. Hä? Großer. Seht. Na, ich könnte nicht sehen. Bei mir flackert es gerade grünlich. Ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme. Oh, renn doch nicht so. So, gucken wir mal, was. Oh ne, Poopens Daycare. Da will ich nicht. Das ist beim Fastfood-Laden. Days and Suits. Nee, Paper. Langweilig. Da ist fast eine Gruft. Hier ist ein Wohngebäude. Ich muss mal gucken, wer. Es gibt hier ein Gebäude, das hat so eine voll krass unterirdische Anlage. Sieht von außen unscheinbar aus. Das ist jetzt nicht wie sonst immer dieser kleine Schuppen, diese Garage. Das war schon ein größeres Haus. So, ach, das ist ein Diner. Das finde ich so geil an Seven Days. Das ist halt fast eigentlich in jedem Gebäude, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist hinter einem Bilderrahmen oder so, dass immer irgendwas zu finden ist. Oh, in dem Diner waren wir ja schon. Brauche ich einen Schinken. Hund! Hättest du mal zu mir sagen sollen. Aha, Headshot! Und die Hundi, das war ein Headshot. Da muss ich mal Wasser wieder. Ah, Knochen. Knochen. Küche. Guten Tag. Moin. Ich schau mich nur mal in ihrer Küche um. Was dagegen? Oh, sehr gut. Ich habe hier Acid gefunden. Säure. Auch sehr gut. Brauchtest du doch noch. Ich habe jetzt auch zwei gefunden. In dem Moment. Aber ich glaube, Säure hatte ich noch genug. Ich bin mir gerade unsicher, aber ja, kann man also immer gebrauchen. Zuletzt brauchtest du die. Kann gut sein. Dann kann gut sein, dass ich noch brauche. Auf jeden Fall brauchen wir die auch fürs Auto später auch nochmal. Von daher, also brauchen tun wir es eh. Was brauchst du?
nicht schon wieder hier voll. Also ihr vertraut ja wirklich gut auf meine Baukünste, hier kann das sein. Ja. Bitte? Du machst das schon. Oh, jetzt da, guck mal. Ab 7 hast recht gehabt, glaube ich. Nee, ab 7 nicht, ab 8 war es. Tag 7 ist jetzt okay. Rot. Um 7 hatte ich ja noch gesagt, so 7 Uhr morgens. Ich geh los. Na komm. Gleich mal wieder zurück. Uff. Auf Jeremidemi zu machen, Junge. Oh, hier ist eine Leiter. Ein Geheimgang. Ich will da hoch. Ich fürchte, ich komme hier auch nicht mehr raus. Ey. Besonders von unten gibt es, glaube ich, Besuch. Ich bin mal oben. Hallo. Ist hier was Schönes? Eine Shotgun-Messiah-Kiste. Oh, hier kann ich nichts mitnehmen. Ups. Oh, eine Rohrbombe, Munition, Teil, okay, das kann ich zerlegen, ciao. Kann ich das zerlegen? Nein. So, abwägen, was brauchen wir am dringendsten? Maismehl brauche ich nicht, ciao. Dafür kann ich die Mod nehmen. 8 Dukes, ciao. Rohrbombe, Waffenteile, Später werden die Waffenteile gut, aber jetzt im Moment brauchen wir sie nicht und kriegen die eigentlich noch relativ gut. Naja, im Notfall, ich komme wieder. I'll be back. Eine AK Level 4 gefunden. HGW. Kann einer von euch und haben. Dann gibt sie Endtime. Ich habe nämlich auch schon eine. Der neumodische Mist will ich nicht. Achso, gut. Ich mache mich mal zurück, weil ich voll bin. Also, ja, auch voll gesoffen. Nee, Spaß. Ich bin voll. Du Schwein. Sagst du sonst nicht, wenn ich was abgebe? Oh oh. Langsam wird's voll. Es wird wirklich Zeit, dass wir ein Motorrad kriegen. Ja, nach der heute Nacht haben wir auf jeden Fall Motorrad dann. Es ist fast schon fertig. Das reicht nicht. Es muss fertig sein. Okay, so dahin ist. Ich komme jetzt auch zurück. Da hinten ist die Base. Ich kann noch den Kleber abholen. Komm. Ah, ein paar Steroide. Rein damit. Du. Oh, hier ist ein Schild wie von Autobahnen, wie die Kilometeranzeige, wie lang man noch braucht zu einigen Städten. Albuquerque 246 Kilometer, Santa Fe 305 Kilometer. Geil, Albuquerque, fahren wir zu Heisenberg. Und Roosevelt 368. Na, das ist nicht so lustig. Das sind wahrscheinlich Meilen, nicht Kilometer. Komm, Albuquerque, lass uns Heisenberg sehen. Jawohl. Say my name. Hast du auch Better Call Saul gesehen? Auch gut, ja. Ja. Das ist eigentlich, finde ich schon als Breaking Bad Fan muss. Ja, auf jeden Fall. Nur der Film hier, Pinky, wie ist der nochmal? Mit dem Pinkman, der Film, wo vor kurzem rauskam. Jesse Pinkman, ja, den weiß ich nicht. Ja, wo diesen Autonamen hat, dieser Film. Ja, ich weiß, was du meinst. Sekunde, Anissa? Gesundheit. Da waren sogar zwei Anissa. Auf jeden Fall den Film, den fand ich sehr enttäuschend. Natürlich, die Schauspieler können nicht so wie damals aussehen, aber jetzt wird der arme Jesse Pinkman in dem Film als so der arme Junge hingestellt. Oh, alle müssen jetzt Mitleid haben. Dabei, dass Walter White ihm eigentlich mehrfach das Leben gerettet hat, wird nicht geredet. Klar, am Ende hat er die Arschkarte gezogen, aber das hat er sich selbst zuzuschreiben. Auf jeden Fall. Ach, die haben viel Mist gebaut.
Beide haben für sich Mist gebaut und für den anderen. In der Tat. Aber Pinkman, muss man sagen, hat schon ein Konto vorher geführt mit Mist. Also ein richtig dickes Mistkonto. Er hat ja damit ja angefangen gehabt. Klar, aber er hat eine krasse Entwicklung durchgemacht. Also er war am Ende so, dass er sich halt wirklich verbessern will und das Ganze gar nicht mehr mitmachen will. Er wollte da selber raus, ne? So ein Kampf um sich, mit sich selbst irgendwie gewesen. Ja, aber du hast ja gesehen, Walter White hat ihn ja zum Schluss noch geschützt, als Gus Frings Kerle ihn umbringen wollten. Also er mit dem Auto auf die los. Naja. Ja, die haben schon irgendwie, waren schon irgendwie süß zusammen, aber haben sich gegenseitig trotzdem immer gepoppt. Ja. Und dann am Ende Hank. Ja. Er hätte nur einmal zustimmen müssen und hätte überlebt. Das war auch immer ein ganzes Hin und Her mit dem, Alter. Man wusste immer nicht, also wo es noch neu war, wusste man nicht, stirbt er jetzt, stirbt er nicht, stirbt er jetzt, stirbt er nicht. Immer hin und her. Oh ja. Und die dreckige Lache vom Hank. Legendär. Ja. Ich liebe den Schauspieler auch. Der hat ja dann auch Under the Dome mitgemacht und da hat er den Bürgermeister gespielt, aber dann halt die Gegenseite, den korrupten, drogenkochenden Bürgermeister, glaube ich. Ja, habe ich auch gesehen. Das war auch gut, ey. Ja, ich weiß nicht, der spielt die Rollen einfach immer mega geil. Den Baum hier für jemanden. Der steht hier gerade so im Weg. Die Sau. Wie kann er es wagen? So. Nochmal Zeug hier reindroppen. Bla. Ach komm, ich pack das mal alles da rein. Das Aufräumen überlasse ich dir dann. Nee, wir müssen wirklich mal das System hier reinkriegen, weil das ist schon recht trashy gerade. Ja, nach der Horde, nach dem ersten Mal wieder ein paar Tage Ruhe. In der Tat. Aber ich muss sagen, essenstechnisch sind wir schon mal gut ausgestattet. Ja. Sehr gut sogar. Wir können ja auch überlegen, ob wir nach der Horde, nach dem mal weiterziehen. Oder ob wir da bleiben wollen, weiß ich nicht. Ja, müssen wir gucken. Wir können das ja erstmal so als Anfangsbase benutzen, weil, denk dran, wir haben ja auch die Fortune, da haben wir schon einiges reingesteckt. Ja. Aber je länger wir warten, umso mehr stecken wir rein. Ja, können wir ja dann sehen, ist ja kein Problem. Kannst du wieder rausholen, aber es dauert halt ewig, ne? Hab ich nichts dagegen, Junge. Bin zu Hause. Wilma! Bin da, wer noch? Hallo, Tiffy vom Bödefeld. Ja, du hast direkt ein paar Knochen wegkatapultiert, als du reingekommen bist. Die liegen jetzt, keine Ahnung, wo, hier irgendwo. Ja, ich hab sie, aber ich kann sie nicht einsammeln, weil mein Inventar voll ist, aber das hat sich gleich wieder geregelt. Du wirst sie jetzt einsammeln. Hab ich. Hast du gehört? Hörst du das Geräusch hinter dir? Nee, hab ich nicht gehört. Habt ihr euch wieder gegenseitig? Nein. Wir haben Weg. Uns noch kein Haar gekrümmt. Super Hightech-Jagdgewehr hier. Oh. So Wasser brauche ich mal hier. Ist hier noch was drin? Ne. Oh, ich habe ja. Ja, es geht eigentlich an Muni, an Repair-Stuff. Geht auch. Achso, ich sollte mal die AK reparieren. Das wäre nicht so schlecht. Das wäre very important. Very important. Ja, very important. Das passiert, wenn man sich Bilder von einer gewissen Angela A, Angela M anschaut. Nacktbilder. Nein, das geht nicht, nie wieder. So. Bitcoin rein, Bitcoin rein. Was kannst du auszutun? Duck allein zu Haus. Hast du mich allein gelassen? Ja, und die Tür offen. Die Zombies kommen übrigens schon. Okay. Ach, das ist der Turm. Oh.
Oh. What? Warum? Warum? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwie. Verhungert, verrostet? Nee, von hinten. Ach, von hinten? Ja, von hinten. Von vorne hat mich einer angemacht und von hinten kam einer angerannt. Aha, der macht dich einfach an. Jetzt darf ich da wieder ganz hinrennen. Na super. Wo warst du denn? In der Stadt. Da am Stadtrand. Ah, Schiete. Ah, dann komme ich mit als Eskorte. Als Eskort. Ich krieg dafür aber keins. Ich mach's umsonst. Okay, der ist gut. Loverboy. Du weißt, ich mag's mit dir, Torpedos zu versinken. Wer sich fragt, was das soll, schaut mal auf den Kanal von Endtime Doc. So, ich bin, glaube ich, soweit fertig für die Horde-Nacht. Ich mache jetzt noch ein paar Spikes. Lalalala. 63, reichen die? Ja, Spikes, ich habe noch über 215 im Inventar. Also. Spikes? Ne, da mache ich keine. Wir wollen das Holz nicht verschwenden. So viel brauchen wir dann, glaube ich, nicht. Du Geiziger. Ja. Dieser andere Geiz. Jetzt ist geil. Wo bist du hin? Ich sehe dich gerade nicht auf der Map. Wer, ich? Nee, Endtime. Ich sehe. Ah, jetzt sehe ich ihn wieder. Kurz unsichtbar. Mist, Stein haben wir nicht mehr. Invisible. Steine haben wir nicht mehr. Also nicht mehr. Ach, schon auf Vorrat. So ein... hinter mir? Ich bin in deiner Nähe. 13 Uhr erst, dann haben wir noch Zeit. Was ist denn? Schon wieder. Hinter mir ist einer, deswegen. Wo? Ich sehe nicht. Wie du gesagt hast, schon wieder. Wirklich. Ach da. Komm mal her, du liebe Dame. Ach, ich muss nachladen. Ja, komm her. Komm her. Ach, Rage Mode. Dabei habe ich das falsche Gewehr. So, jetzt bin ich nicht in deiner Nähe, nur zur Info. Mhm. Guck mal, ob ich jetzt hier schön noch Stein mitnehmen kann. Tja, Duck. Ja. So ist das. So ist das. Komm jetzt mal zurück. So. Ach, kein Wunder, dass man so skillen kann, wenn man auf Bergbau geht. Ich hab schon mal über 1000 Steine. Habt die Zeit im Auge? Ja. Das war eigentlich schon der Wink an Duck. Zeit ist im Auge. Auf meinem rechten. Tut das nicht weh? Ja, ich mache das Auge einfach zu, dann sehe ich nichts mehr. So. Ja, liebe Leute. Die Horde-Nacht steht in der nächsten Folge an, das wisst ihr, ne? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Guckt bei Endtime Doc und Nobody gerne vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich tot. Nein! Ihr habt die Jäger getötet, ihr Schweine!